Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Clash of the Titans. Heute am 17.01.2015. Ja, gestern gestreamt, deswegen meine Stimme wieder ein bisschen. Wobei ich habe heute sehr lange gepennt, bin auch schon ein paar Stunden wach, aber ich habe halt noch nicht sehr viel gesprochen, ne? Mit wem auch? Bin ja hier ganz alleine. Ja, auf jeden Fall, wir waren in Episode 13, haben wir ja bravourös mit der Goldbewertung gemeistert. Wobei die momentan ja auch echt alles andere als schwierig sind zu holen, sag ich mal. Zumindest jetzt hier alles, was Combo und sowas angeht. Und, uns fehlen trotzdem noch ein paar Sachen, scheiße. Ja, ich weiß, vielleicht gibt es hinterher noch so ein universelles Level, wo alles nochmal kommt. Aber wir schauen einfach mal. Wir spielen einfach mal weiter, würde ich sagen. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht großartig was zu erzählen, weil ihr eigentlich schon alles gesagt habt, was ich glaube ich wissen muss. Episode 14. Stammbaum. Stammbaum, okay. 866.000 Mojo. Ich wurde gestern im Stream gefragt, wie viel ich denn mittlerweile habe. Ich wusste selbst nicht mehr. Ich wusste auch nicht mehr, welche Episode ich war. Davon mal abgesehen. Okay, da hinten ist schon. Das brauche ich doch garantiert. Oder auch nicht, okay. Da hinten ist schon das Konzeptzeichnungsmoped. Wie schön. Ja, mir wurde uns noch ein paar Mal gesagt, so von wegen so, ach Dennis, du willst doch deinen Spaß haben. Wobei ich bin jetzt momentan noch, ich glaube, zweite Aufnahme bin ich gerade uploadtechnisch da. Konzeptgrafik freigeschaltet. Wir haben jetzt übrigens schon eine Spielzeit von, oh mein Gott, 5 Stunden und, hui, bitte? 5 Stunden und 16 Minuten. Ist ja schon mal, was, auf jeden Fall. Er will da nicht hoch. Okay, dann halt nicht. Dann machen wir es einfach kaputt. Das kriegen wir hin. So, ich bin mal echt mal gespannt, wie viel Mojo wir insgesamt brauchen, um alles freizuschalten. Okay, alles klar. So. Ja, ich habe mir gerade auf jeden Fall, ich bin dann immer recht faul, wenn ich einen Stream gemacht habe, weil ich bin immer noch recht kaputt, habe nicht so viel geschlafen. Also heute habe ich echt mal viel geschlafen, ich habe heute aber auch mal nichts vorgenommen. Sonst bin ich dann den Samstag ja meistens schon direkt um 11 Uhr wieder unterwegs. Heute mal nicht, da habe ich mir gedacht, komm mal, lass alles mal langsam angehen. Habe ich halt ein bisschen Ordnung gemacht, muss halt immer das vom Stream noch wegräumen, weil an dem Abend selbst bin ich dann meistens zu kaputt. Ja, und auf jeden Fall habe ich mir so ein paar ganz, ganz geiles alte Let's Plays angeguckt von anderen Leuten, die schon mal früher geguckt, zum Beispiel Sushimaru hier, was war das? Yoshi's Island, genau. Aus dem Jahr 2009 oder jetzt gerade eben noch von Funk Royal Star Tropics. Sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Ich finde, sie haben so einen coolen Stil, die ganz alten Let's Plays. Aber was ist denn da links? Das verstehe ich noch nicht so, Jans. Okay. Da ist doch irgendwas. Ja, der Tod. Toll. Hä? Verstehe ich nicht. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Entschuldigung, aber. Achso, da war ich da hinten. Aber da ist wirklich gar nichts. Oder aber, ich muss irgendwie, aber so, den ganzen neigen lassen. Okay, der neigt sich nicht sehr stark. Ach, keine Ahnung. Verflucht. Ich will ja aber Gold haben, dafür muss ich alles finden. Ich bin ja noch keinem einzigen Gegner begegnet. Ich meine, okay, letztes Mal haben wir den Engine besiegt. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder in einer neuen Welt. Auch noch keine Wasserwelten. Uiuiui, Moment. Ganz geschmeidig bleiben, denn immer ganz geschmeidig. Kann ich da runter? Nein, okay, verflucht. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwas Optionales, aber nein. Ist es natürlich nicht. Hui! Okay. Ja, es kann übrigens durchaus sein, fällt mir gerade so ein, bezüglich Videoqualität und so. Ich habe jetzt ja mittlerweile alles so ein bisschen hinbekommen, dass alles halbwegs gut aussieht, dass auch alles so. Was soll das denn? Leck mich! Dass auch alles halbwegs gut funktioniert. Nur es kann sein, dass der Game-Sound vielleicht ein bisschen asynchron mal hier und da ist, weil irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie fängt die Tonspur ein bisschen später an aufzunehmen. Wenn ich das dann durch Virtual Dub jage, dann synchronisiert er die beiden und dadurch wird es halt asynchron. Dann muss ich jetzt halt immer nachsynchronisieren. Das kriege ich natürlich nie perfekt hin. Nur so, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Was? Versteht das nicht alles doch nicht. Was ist das für ein Level? Combo König gleich 0 oder was? Akku unter deinen Fuß. Aber das erklärt natürlich auch die Form, warum er so aussieht, wie er aussieht. Okay, da hinten sind Gegner. Und ein Bonuslevel. Wir machen erstmal ein Bonuslevel. Reiner. Oh, bitte kein grünes Mojo sammeln, die sind immer doof. Ärger droht. Patsch den Scorparilla und erledige 25 Handlage, bevor die Zeit abläuft. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie denn? Bombs! Was sind denn das komische für Käfertöppe? Finde ich sehr interessant. Bombs! Bombs! Ich liebe den. Ich mag diese Eskalationstierchens. Die sind super, echt. Die gefallen mir richtig gut. Ich finde es so schade, dass die Handlanger, die ich jetzt hier umbringe, also übrigens andere Handlanger als vorher, ich weiß nicht, ob die in unserer Statistik mitzählen. Beziehungsweise auch, wenn wir hier eine Combo machen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind wir hier sogar genötigt, es genau hier zu tun. Weil wir vielleicht sonst gar keine Handlanger antreffen.
Achso, ich hab's geschafft, okay. Gut. Ansonsten könnte man hier nämlich natürlich auch ganz gut das Scorpazilla-Kostüm freischalten. Moment, ich will da hinten das Töpfchen noch kaputt machen. Oh, es dauert so lange, er ist so langsam. Ups. Okay. Nee, weil 15 Stück, ne, und hier kriegt man immer direkt diese Patschmaske, was nicht schlecht ist. Hier ist der Generator sowieso. Natürlich ist er hier nicht. Der ist immer rechts, Dennis. Der ist immer rechts. Egal. Aber wir sind schon relativ nah dran wieder am nächsten Upgrade. Ich meine, viel fehlt uns ja nicht mehr. Uns fehlt ja wirklich nur 2 Stern-Upgrades. Also Gesundheit haben wir jetzt, glaube ich, das Maximum erreicht. Dann die Drehzeit. Ach, weißt du was? Weißt du was, Kollege? Fick dich. Echt? Mann. Genau. Was wollte ich sagen? Gesundheit haben wir, glaube ich, maximal erfüllt. Und, dann haben wir natürlich noch die Drehzeit, die wir noch einmal upgraden können. Und, ja, ja, genau, die Gleitdauer, oder wie das heißt. Keine Ahnung. Driftdauer. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wofür die Leiste oben rechts da ist. Keine Ahnung. Ah, okay. Alter, das sieht voll geil aus. Das muss ich schon sagen. Das wird mein Thumbnail für diesen Part. Dann wäre ich eh verbeilt. So, okay, die können zaubern. Ich überlege gerade ernsthaft. Ui, Blitze, Blitze. Ja, war klar. Na, ich überlege gerade ernsthaft, wer denn hier der Endgegner sein könnte. Weil, ich würde jetzt Papu Papu sagen, vielleicht. Okay, wir können schon echt lange drehen. Und? Verdammt! Kein Kombo, jetzt wird wieder schwierig. Och Mann. Ich habe mich jetzt ein bisschen daran gewöhnt, dass es immer so leicht war. Ey, Krankenwagen, sehr gut. Wie lange nehme ich auf? 8 Minuten, ja, okay. Hat er sich ja doch Zeit gelassen heute. Ah, das ist echt kacke, dass die zaubern können. Egal, egal. Ich hatte noch keine Kombo, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Okay, direkt nochmal hier. Zack, 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 zack. Nein! Ich muss die irgendwie zusammenführen. Ach komm, du und dein Regenkack. Kommst du? Kommst du? Nein, möchtest du nicht? Doch, jetzt kommst du. Du haust wieder ab. Zu für den Arsch. Ja, komm und... Ja, egal. Damit schaffen wir es leider nicht. Ah, okay, 55 Stück. Ich schätze mal, da gibt es noch bessere Möglichkeiten, das zu machen. Okay. Ich bin echt mal gespannt, wie lange die Kombo sein soll. Weil die Handlangen, die sind schon um einiges aggressiver als die wir bisher begegnet sind. Hier ab in den Baum. Ups. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Das sieht cool aus, echt. Also das Level gefällt mir vom Designer richtig gut bisher. Und Rapidy Hoop. Hallo. Komm, bist du der Einzige oder was? Das glaube ich nicht, oder? Hau ich aber aufs Maul. So. Ja toll, jetzt komme ich nicht ans Mojo ran, verflucht. Ach, egal. So, okay. Was war das für ein Tier? Begegne ich dem Tier auch nochmal? Ich hoffe nicht. Ja, nicht runterfallen. Lass dich nicht. Ach, egal. Es wird halt nicht so mit Mojo hier, wird das nicht so viel. Habe ich das Gefühl. Ach, egal. Ui! Habe ich dich nicht gerade kaputt gemacht? So, einfach nur erstmal hier weg. Weil hier können wir eh nichts mit Kombo reißen. Ah, okay. Okay, Fledermäuse. Ich finde es übrigens gar nicht mal so sinnlos mit den Titanen und so. Weil, also es gibt ja auch so von wegen Leute, die halt wirklich wow sagen. Die haben bestimmt einen Schallangriff. Genau, es gibt dauernd Leute, die sowas behaupten. Nein, die halt sagen so, was soll der ganze Scheiß hier überhaupt mit den Titanen und so? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Nee, überhaupt nicht. Also es ergibt nämlich schon Sinn, weil, man muss natürlich bedenken, ne? Was hat denn der Kontext gemacht, ne? Was hat der Cortex im ersten Teil gemacht? Hat er nicht an Tieren Experimente gemacht und wollte daraus quasi Kampfmaschinen machen? Zum Beispiel, woher stammt den Tiny Tiger? Hm? nur so mal so als Denkanstoß. Okay, Moment. Fledermaus-Hieb-Kombo, okay. Gedrückt halt das Wirbelwind. Erstmal machen wir das Ding ja kaputt. Weil wir es einfach können. Wow! Okay, ich glaube, ich habe die Wirbelwind-Kombo entdeckt. Bums! Ey, oh, die Fledermaus gefällt mir auch.
Komm, einmal umpatschen. Dankeschön. Die scheinen sich ein bisschen zu wehren, die Fledermäuse. Die sind cool. Ey, die gefallen eigentlich wirklich ziemlich gut, würde ich sagen. Bums! Und nochmal fliegender Wechsel. Okay. Ich will jetzt aber auch mal die diese X-Kombo machen. Bums! Oh, die ist gut, ey, die ist gut. Vor allem, die sind schön schnell, die Fledermäuse. Das gefällt mir auch richtig gut. Ah, hau mir nicht ab, Kollege. Okay, 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 okay. Einmal umpatschen. Zack. Ach komm. Genau. Ja, ja, damit. So, okay. Ich will eigentlich nur noch Handlanger hier haben. Boah, aber es dauert immer so lange, bis sie hier mal klarkommen auf ihr Leben. Also, ich glaube nämlich, hier sind nämlich keine Fledermäuse mehr, glaube ich. Ja, ich habe so ein bisschen Probleme, den Drehbuch auszuführen. Komm, bitte, 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 bitte. Das ist natürlich scheiße, wenn ich nicht weiß, wie viel Kombo ich brauche. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Nein, du Kackarsch! Was soll das? Warum versaust du mir das? Das war doch gut. Oh, komm, du Wichser. So um, ne, ihr kleinen Fressen, ey. Mann, ich hab doch so eine gute Kombo gehabt. Und ihr müsst mir das unbedingt versauen. Ah, wo ist hier noch eine Fledermaus? Hm? Ich will jetzt mal gar nicht laufen. Ah, ich fliege. Alter, ey, du bist so ein dreckiges Stück Scheiße, ne? Leck mich am Arsch, du. Ja, lass dich doch mal treffen. Vor allem nicht beim Preis. Oh, es ist so ärgerlich, ne? Das ist echt sowas von ärgerlich. Ja, bringt euch alles nichts. Ist so alles Kokolores, was ich hier mache. Ach, Manno, ey. Oh, das war doch gut. Oh. Ich habe einfach schon gesehen, fuck, der bereitet seinen super Kack-Drecksangriff vor. Oh, komm her, du Scheiße. Ich mag euch ja nicht besonders, ne? Fuck it, ey. Mann! Aber ich habe noch genug Handlanger, also es scheint zumindest so. Oh mein Gott, der war ziemlich untergärig. Ja, okay. Haben die Hasenkostüme an? Oder sind es Hasen? Soll ich euch mal einen richtigen Hasen zeigen? Na, ah, ich wollte die 30 noch voll kriegen. Ach Mann, oh. Ja, aber das Problem ist nämlich, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber es wurde mir auch gesagt und ich habe es am eigenen Leib leider erfahren müssen. Und zwar erzählen die Kombos nämlich nur dann, wenn die auch wirklich beendet werden, also wenn die Kombo vorbei ist. Und das war es halt gerade nicht. Ich hatte zwar den hohen Kombo-Zähler, aber ich hab's halt. Die Kombo war noch zu lange da. Scheiße. Ach Mann, ey. Ich hätte es noch geschafft. Ich bin da ziemlich sicher. Mal Bundeslevel haben wir ja, Konzeptzeichnung haben wir hier schon. Oh, du kriegst ein Stück Scheiße. Ey, komm her, Fledermaus. Komm her. Ja, das interessiert mich sowas von überhaupt. Gar nicht. Wow. Warum macht er eigentlich die Attacke nicht mehr? Ja, genau die wollte ich sehen. Genau die, Kollege. Zack. Oh, da gibt's, so wie es aussieht, ganz viel Mojo. Ich will eigentlich die Fledermaus gar nicht in Anspruch nehmen. Es sei denn, es kommt eine gegnerische Fledermaus, die mal wieder auf den Sack gehen möchte. Das können sie ja ganz gut. Bitte stich nicht durch den Kollegen durch. Oh mein Gott. Mach deine scheiß Drehattacke. Bitte, bitte, bitte. Ja, danke. Okay, gut. Hätten wir das schon mal geklärt. Hervorragend. Jetzt können wir hier ganz entspannter die Sache angehen. Jetzt brauchen wir nämlich nur noch den Handlanger-Bonus. Ach, das ist mir egal. Das ist mir egal. Den Opfer schreien, da soll die Opfer ruhig ein bisschen schreien. Okay. Und bloing. Wow. Stimmt. Die funktionieren recht gut. Hui! Ja, gestern habe ich ja Crash Bandicoot gespielt. Ich hatte echt die große Befürchtung, also im Stream. Ich hatte ja echt die große Befürchtung, dass ich hier jetzt zu sehr einfach Crash of the Titans gewohnt bin. Aber es lief einfach überraschend gut. Gestern der Stream war sowieso. Hat voll Bock gemacht. Also es hat einfach alles gut funktioniert. Und ich habe sehr viel mit den Zuschauern geredet, was ich ja immer sehr gerne tue.
und hat einfach Spaß gemacht. Also im Gegensatz zu dem Stream davor, wo es mir eh nicht schon nicht so gut ging. Und wenn dann noch der Stream scheiße läuft, ich meine, es gab zwar technische Schwierigkeiten, weil Hitbox keine Lust auf mich hatte, weshalb ich mal auf Twitch umgestiegen bin. Huja! Und heja, aber auch da lief alles okay. Und der Delay war auch nicht so schlimm, wie ich das befürchtet hatte. Also meistens so, in Anführungsstrichen, nur 20 Sekunden oder so. Aber 20 Sekunden bis eine halbe Minute. Aber früher waren es einfach mal 2 bis 3 Minuten oder so. Keine Ahnung, vielleicht sogar noch länger. Ich weiß es nicht. Was aber hier cool fände, ist, oder wäre, wenn... Babo! Wenn, hier quasi eine höhere Combo, auch mehr Mojo bedeuten würde von den Gegnern. Also ein bisschen wie bei God of War. Wenn man die Gegner mit einer hohen Combo tötet, glaube ich, war das so? Ich weiß. Ich meine, hat man auch mehr rote Seelen bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. So. Hui! Hui!